Wir schauen jetzt, dass wir den Zaun fertig kriegen für die Wagyu-Rinderherde, weil wir sind eh schon extrem spät dran. Normal da wir im März austreiben, eigentlich, das war so das Ziel, weil wir wollen ja Weidehaltung der Rinder haben. Und heuer sind wir so spät dran, weil der April so total verregnet war. Und jetzt müssen sie aber aussehen. Jetzt ist allerhöchste Zeit. Und jetzt schauen wir, dass wir heute die Weide so weit fertig kriegen. Also den Stromzaun so weit hier wieder herstellen, dass wir heute, wenn es geht, die Rinder auslassen können. Über die Wintermonate war die Weide ungenutzt. Heute wird sich Georg zum ersten Mal in diesem Jahr ein Bild von ihrem Zustand machen. Ja, wir sind jetzt gespannt, weil wir haben ja eine Streuobstwiese angelegt mit etlichen Bäumen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir praktisch da ein bisschen Diversität wieder reinkriegen. Da haben wir so Erdkabel verlegt. Letztes Jahr und vor zwei Jahren schon. Es ist auf zweimal gewachsen. Und jetzt hoffe ich, dass da überall der Strom durchgängig ist. Weil sonst die Rinder sehr neugierig sind und mir die Bäume, die Streuobstbäume, annagen. Und das wollen wir nicht. Sollte der Zaun heute nicht fertig werden, bleiben die Rinder noch einige Tage im Stall. Denn morgen ist schon wieder Regen angesagt. Praktikantin Theresa unterstützt Georg. Ja gut, man sieht es eh schon. Der Zaun ist noch da von letztes Jahr. Haben wir natürlich nichts mehr gemacht. Aber jetzt müssen wir einfach mal peu à peu rundum laufen und uns den Zaun so weit herrichten. Doch zuerst schauen Theresa und Georg nach den Tieren. So Mädels, wie schaut's denn aus bei euch? Mit den Kälbern wird es ein bisschen ein Problem, weil die kennen noch keinen Elektrozaun. Und da müssen wir jetzt die Litzen ein bisschen tiefer setzen, dass die den kennenlernen. Weil sonst haben die über draußen halt im Zaun und da können wir es eigentlich nicht brauchen. Das wird die Herausforderung des heutigen Tages. Kann auch sein, dass wir dann ein bisschen einen Beobachtungsposten abstellen müssen. Rat mal, wer das ist. Wahrscheinlich ich. Ja, wahrscheinlich du. Genau, dass wir das ein bisschen beobachten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Einstellungen so machen, dass auf der einen Seite die Kälber unten nicht durchschlürfen, auf der anderen Seite aber das Gras jetzt keine Berührungspunkte hat, auch wenn es schon so hoch ist. Weil sonst haben wir lauter Ableitungen und dann geht die ganze Spannung weg. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung. Was meinst du? Passt schon, oder? Ja. Weil es zuletzt viel geregnet hat, ist Georg in diesem Jahr spät dran mit dem Weidezaun. Ja, ein bisschen ein Problem haben wir eh schon, weil das Gras schon ziemlich hoch ist da. Also, das heißt, wir gehen da jetzt schon einmal ans Tiefe. Und dann müssen wir halt irgendwann jetzt mal mit der Motorsense oder was rumlaufen und da ein bisschen freimähen. Na, bevor Kühe rauskommen. Nein, oder? Das schafft man nicht mehr. Das machen wir jetzt einfach. Ich glaube jetzt nicht, dass es gleich so ein Problem ist, aber das wäre jetzt dann einmal so ein Praktikantenjob. Wir haben den Fall schon gehabt, dass wir sehr hochwertige, also auch von der züchterisch hochwertige Kälber gesucht haben. Und zwar mit der Wärmebildkamera um 12 Uhr nachts von der Feuerwehr. weil das Kalb einfach abgängig war. Und das war da so, das Kalb ist durch den Zaun durch und hat sich hinten bei der alten Hütte so in eine Senke reingelegt. Da war es ein bisschen windstill und dann war es halt verschwunden. Und wir haben es gesucht. Weil aber die Rinder heute noch auf die Weide sollen, ist der sonst so perfektionistische Landwirt auch mal zu Kompromissen bereit. Die noch einen länger los, dann machen wir mal eine Querverbindung, weißt schon, zu den unteren hier, das schaut oft nicht. Da wenn jetzt die Profis zuschauen, die sagen, das ist total stümperhaft. Perfekter Zaun sieht anders aus. Ich bin von der pragmatischen Seite. Werden wir dann später herausfinden, wie man es richtig macht. Da bin ich mir sicher. Aber für jetzt ist es gut. So. Ob das Provisorium wirklich funktioniert, wird sich zeigen, wenn Georg gleich den Strom anschaltet. Gut, das ist jetzt das Weidezaungerät. Wir haben das da herinnen, weil es da einfach geschützt ist in dem Bereich. Und jetzt stecken wir es einmal an. Da geht das Kabel nach außen. Eine ist Masse, einmal ist Spannung, das ist das da Strom. Und einmal ist Masse, da haben wir draußen so einen Erdungsstab, da hängt die Masse drauf. Und jetzt stecken wir es da einmal an. Dann sieht man, dass der Impuls geht, also das Gerät arbeitet. Jetzt müssen wir draußen mal schauen, ob ein Strom drauf ist. Gut, also von dem Kabel geht jetzt der Strom da raus. Da haben wir natürlich jetzt da heraus schon ein bisschen Thema. Ja, 3000. Ich muss jetzt da noch mehr ausstecken, weil das können wir so nicht lassen. Das Gras ist wohl doch noch zu hoch. Also muss der 42-Jährige noch einmal Hand anlegen. Grundsätzlich
mache ich die Sachen, die wir machen, eigentlich schon immer gescheit. Und dann auch lang, also nachhaltig, so sagen wir es mal so. Gleich wird sich zeigen, ob Georgs Nacharbeit etwas gebracht hat. Steck mir nur mal ein, Theresa. Okay. Ja, es ist schon was drauf. Ich bin jetzt da nicht so zufrieden, aber das ist jetzt auch nicht so das große Problem. Jetzt muss nur noch bei den Obstbäumen Strom ankommen. Das ist jetzt auch so, seitdem wir das gemacht haben, hat das Gras natürlich brutal entwickelt. Jetzt müssen wir da mal schauen, da bin ich jetzt gespannt. Naja, ein bisschen. Lassen wir es aus. Schauen wir mal, wie das geht. Wie schnell? Aber ich glaube schon schnell. So. Genau. Der große Moment für die Rinder und für Georg. Denn gleich wird sich herausstellen, ob der Zaun hält. Die checken jetzt als erstes mal, wo ist die Abgrenzung. Und das wollen wir jetzt schauen, dass die nicht gleich einen Zaun reinlaufen und alles über den Haufen. Sonst tun wir dann Rinder fangen. Die Tiere genießen die Weide. Und auch der Landwirt ist zufrieden. Der Zaun hält. Kein Tier büxt aus. Wir haben jetzt geschaut, dass wir das heute schnell irgendwie umbringen. Und jetzt bin ich froh, dass wir so weit das einmal geschafft haben. Wie es auf dem Betrieb von Georg Meierhofer weitergeht und noch mehr Geschichten von Landwirten aus ganz Deutschland gibt es schon jetzt in der ARD Mediathek zu sehen. Ackern zwischen Alpen und Ostsee heißt die Reihe. Da sind echte Originale mit dabei. Nicht immer ganz leicht zu verstehen für uns Bayern, aber mei, umgekehrt ist ja ganz genauso.